massiv. Wir sind jetzt hier in meinem Verhörraum. Du bist mein erstes Opfer. Freust du dich? Ja, sehr. Hast du Angst? Nein. Keine Angst vor mir? Nein, ist ein bisschen aufregend, weil ich nicht weiß, in welche Richtung das alles hier geht, aber Angst ist das falsche Wort. Dann warte mal ab. Erste Frage. Mhm. Was regt dich am meisten auf? Am meisten aufregend tut mich dieser Knopf im Auto, wenn du mich da jetzt so direkt fragst, wo immer an der Ampel das Auto sich abwürgt. Ich verstehe diesen Knopf nicht. Echt? Natürlich will man damit die Wälder retten und alle Tiere auf der Welt, aber dieser Knopf fuckt mich voll ab. Echt? Das ist das Schlimmste? Das ist das Schlimmste in meinem Umfeld, in meinem Leben. Weil ich mache mir alles so perfekt, dass ich wirklich einen reibungslosen Ablauf jeden Tag habe. Das ist der einzige Knopf, der mir im Weg steht. Wie bist du, wenn du dich aufregst? Schreist du dann auch alleine laut im Auto oder haust kannst du gut ruhig bleiben? Nee, ich bin eigentlich ein sehr, sehr geduldiger, ruhiger Mensch. Echt? Ja, ja, voll. Ich bin null geduldig. Echt? Echt. Ich bin absolut das Gegenteil von dem Optischen, was ich ausstrahle. Zu 100%. Was strahlst du denn optisch aus? Aggressivität. Ja? Haben Leute Angst vor dir? Nee, aber es ist der erste Blick, der entscheidet, wie du einen Menschen siehst. Ja, aber das nervt, oder? Diese Schubladen. Oder stört dich das nicht? Umso schöner ist es, wenn man das Gegenteil dann an den Tag legen kann. Total. Was würde man Peinliches finden, wenn man deinen Internetverlauf durchsucht? In der Regel schreibe ich sehr selten Menschen zurück. Ja. Und sehr viele Menschen schreiben mir momentan, also schicken mir momentan ihre Demos, da ich ja in der Musikbranche auch sehr stark unterwegs bin momentan. Aber das Peinlichste, da muss ich jetzt ganz weit ausholen, wäre vielleicht meine Smileys. Also ich mag es nicht zu tippen, ich mag es Smileys zu verbauen. Okay, du bist so ein Emoji-Overuse. Zack, zack, zack. Echt? Du weißt schon, was ich meine. Hier, Herzi. Okay. Was ist dein Lieblings-Emoji? Herz. Das Herz oder der mit den Herzaugen? Herz. Ach, nur das komplette Herz. Bum, bum. Das ist ein Rot, aber, oder genau. Das Schwarze? Nein, nein, das Rote. Okay. Hast du dich mal selber gegoogelt? Oder googelst du dich häufig selber? Wenn ich mich selber google, dann ertappe ich mich immer dabei, wie scheiße ich meine Bilder finde. Ja, das kenne ich. Und deswegen unterlasse ich das. Das ist bei mir wie sich selbst wiegen. Man kann sich ja nur selbst wiegen, aber ich mache das einfach nicht mehr, weil dann rennst du irgendeiner Note hinterher, die du nie erreichen wirst. Das stimmt. Du kriegst nur schlechte Laune. Was war das Verrückteste, das du jemals gemacht hast? Und das willst du wirklich hören? Ja, sogar unbedingt. Du hast keine andere Wahl. Das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe. Im Jugendhaus einbrechen und den Computer klauen und am nächsten Tag so machen, als ob ich es nicht war und nach dem Computer fragen, weil ich ins Internet will. Bist du erwischt worden? Nein. Ist der Computer wieder auf? Ich bin da tausendmal eingebrochen. Ich bin überall eingebrochen. Okay, aber dann hast du dir quasi ein Eigentor geschossen, weil du hast ihn weggenommen und wolltest dann ins Internet. Ja, du musst ja schlau sein. Du musst ja so machen, als ob es dich selbst kränkt. Ach so, und deswegen du bist dann richtig ausgerastet. Deswegen war ich auch mit... Was für ein scheiß Jugendheim. Ohne welche App könntest du nicht mehr leben? Gute Frage. Also die wichtigste App momentan für mich, weil da die Familie stattfindet, ist WhatsApp. Mhm. Wenn es eine geben würde. Okay. Kannst du etwas nicht, das man normalerweise können sollte? Momentan merke ich, dass ich bei der dritten Treppe keine Luft mehr bekomme, was ich eigentlich damals gut kannte. Du wirkst aber voll trainiert. Voll trainiert, ja. Ich trainiere auch jeden Tag. Jeden Tag? Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass ich mein Herz schlagen höre nach der dritten Treppe und das macht mir ein bisschen Angst. Das verstehe ich. Das kenne ich aber auch manchmal. Oder dass man das schon so im linken Arm so spürt und man so denkt, okay. Das ist schon zu viel für mich. Also am liebsten, ich will, dass ab jeder zweiten Stufe eine Rolltreppe gebaut wird. Mach das doch zu Hause. Du hast doch gerade gesagt, du bist ein Mensch, der reibungslosen Ablauf liebt. Ja, oder? Liebe ich, ja. Wie gut, dass dieses Verhör hier im Erdgeschoss ist, oder? Ja. Haben wir doch schon was Gutes für dich gemacht. Richtiger Giftgaskeller hier. Schämst du dich für etwas? Für eine Situation oder etwas? Egal, was auch immer, für etwas, was vor früher war, was... Damals habe ich mich sehr geschämt. Also mein ganzer Körper war komplett verbrannt und es hat echt lange gedauert, bis ich das irgendwie
minimalisiert, verkleinert. Jetzt hat es nicht mehr so eine große Fläche in meinem Körper. Und da habe ich mich echt geschämt, weil damals war ich der einzige Braune in der Klasse, der einzige Außenseiter und dann dazu noch mit so einem Manko. Und das hat schon was ausgemacht. Wieso ist dein Körper verbrannt? Ich habe mich mit arabischem Kaffee verbrannt. Der war am Herd gestanden, den habe ich so runtergezogen als kleines Kind. Und diese Brandflecken waren halt sehr, sehr intensiv. Echt? Aber jetzt ist alles cool, jetzt ist alles super. Und du hast dann gedacht, zum Beispiel, wenn ihr ins Schwimmbad gegangen seid mit Freunden oder mit der Schule oder... Gar nicht. Ich war ja dann im Nardini-Haus, im Hort oder so. Oder mit der Schule, wenn du dann in Schwimmunterricht gehen musst oder in Sportunterricht, ja, dich ausziehen, anziehen oder so. Das war immer ein Riesenproblem. Und konntest du dann, bist du zum Beispiel dann mit T-Shirt geschwommen oder so? Nein, also ich habe das ja durchgezogen, ja, aber ich habe schon gemerkt, so, dass das auf jeden Fall sehr, sehr krass angenommen wird. Ja, aber Kinder sind auch fies, oder? Haben die dich gehänselt oder haben die dich darauf angesprochen? Ja, man merkt das halt, dass man einfach anders ist. Und dieses Gefühl, dass du anders als die anderen bist, das stärkt dich ja später. Aber in einem frühen Alter schwächt dich das. Ja, komisch, ne? Weil später sorgt später, das eher dafür, dass du später, sagst, wo ich gemerkt habe, ich bin der einzige Braune auf dieser ganzen Hauptschule, war ich für mich selbst der Coolste. Ja, ja, ganz ja, geil. Aber das so umzuwandeln, schade, dass man das als Kind noch nicht so kann. Genau. Aber ich kenne das Gefühl auf jeden Fall. Welche Sache, glaubst du, haben wir beide gemeinsam? Also die Haarfarbe ist es nicht. Also ich glaube, du bist intelligent und ich bin auch intelligent. Ja. Ich glaube, das passt ja. Cool. Das ist gleich. Das ist geil. Was müsste ich machen, damit du mich hasst? Ich kann keinen Menschen hassen. Bei mir kommt nichts am Herzen an. So. Also ich blende alles aus. An dich berührt nichts? Nein. Also, echt? Also mich kann keiner großartig verletzen, weil ich gar keinen Hass entwickeln kann. Ich denke einfach immer, das ist der Ablauf des Lebens. Abschalten, weiter, nächster Step. Okay, das unterscheidet uns definitiv. Ich bin, ich ja, lasse ja, ich alles merke an mich schon, ran. Du hast ja jeden zweiten. Nein, ich lasse alles an mich ran. Ich hasse auch eigentlich niemanden, aber mich berühren Dinge halt krass. Ich habe überhaupt kein dickes Fell. Was ist das Softeste an dir? Das Softeste? Puh. Das Softeste an mir ist, wenn ich 5 Kilo zunehme, mein Bauch. Ganz geil. Gute Antwort. Warum hast du deine Songtexte verbal entschärft? Ganz bewusst, weil ich so und so eine harte Käuferschicht habe, eine super Fanbase, die meine Musik, die sehr motivierend ist, liebt. Da habe ich mir gedacht, komm, alles, was ich ab jetzt mache, mache ich nur noch in diese Richtung. Und wenn ich irgendwas Brachiales mache, dann lasse ich auf jeden Fall diese fäkale Sprache weg. Das finde ich einen sehr, sehr guten Schritt. Natürlich, weil ich mache ja auch mit Kids Bildern und wenn die nach Hause gehen und das ihrer Mama zeigen, wenn die dann nach mir googelt, dass sie wenigstens ab dem Datum, wo ich das unterlassen habe, dann auch mal was Gutes findet, weil damals habe ich wirklich sehr, sehr harte Songs gemacht. Mhm. Ich bin berühmt dafür, bekannt dafür, dass ich wirklich über alles gerollt bin, über was man rollen kann. So. Und jetzt ist es mehr Benjamin Blümchen. Gar nicht. Es ist auch brachial, es ist hart, geht nach vorne, aber es ist sehr bewusst, immer drauf geachtet, auf alles. Ich finde das richtig gut. Also leider ist das Verhör jetzt so gelaufen, dass ich dich nicht in die Zelle stecken kann. Aber danke, dass du da warst. Ich danke.